Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja. Womit machen wir denn jetzt weiter, weiter, weiter? Ich würde sagen, wir hämmern hier mal noch ein bisschen Boden rein. Aber eigentlich wollte ich auch ein bisschen was anderes machen, weil ich irgendwie keine Lust mehr habe auf Tunnelbau. So. Aber die letzten Steine hier, die verballern wir hier noch schnell. Zack, bing. Also, komm her. Dann hauen wir die hier noch fix rein und dann werden wir mal was anderes machen. Da habe ich dann mehr Lust drauf. So, unsere Schippe, die werden wir auch gleich mal reparieren gehen. Die sieht nämlich auch schon fast platt aus. Bing, paff, fertig. Ja, dann machen wir uns hier mal vom Acker. Das soll dann hier erstmal reichen. Ach, die Workbench wollte ich noch mitnehmen, bevor ich sie wieder vergesse. So, hier machen wir vorsichtshalber erstmal zu. Dann muss ich mal gucken. Ja, unser Minecart haben wir diesmal wenigstens nicht verloren. Auch nicht schlecht. So, zack, setze ich mal rein da. Na, das ist blöd. Dann bleibe ich lieber oben sitzen, also dass unser kleiner Steve hier nicht richtig im Minecart sitzt, aber dafür können wir es wenigstens anschieben. Und dann müssen wir hier vorne gleich erstmal eine Runde ausschlagen. Und dann schauen wir mal. Paar Sachen müssen wir halt auch noch mitnehmen. So, rausschmeißen tun wir einmal das. Dann machen wir das so und die nehmen wir mit. Dann die Erde raus. Dann nehmen wir aber auch mal ein paar mit. Das nehmen wir mit zurück. Ja, die Zäune können da bleiben. Das nehmen wir alles so mit. Das machen wir so. Und den Sand. Nein, 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 nein. Den Sand, sagte ich. So, zack. Den Sand, den hauen wir auch raus. Und die Glasscheiben, ja, die brauchen wir auch nicht. Ja, ich denke mal, so können wir das machen. Dann wollen wir doch mal. Ich würde sagen, als erstes reparieren wir mal unsere Schippe. Die Level haben wir ja. 26 sollte das kosten. Und das haben wir ja. Wie gesagt, bei einer Schippe, da macht es gar keinen Sinn, die mit einzelnen Diamanten zu reparieren. Da ist es also wesentlich einfacher. Einfach eine neue Schippe mit dem Diamant zu bauen und ja, damit dann die alte zu reparieren. Das ist in dem Fall ist das dann günstiger, als wenn wir das irgendwie ja mit einzelnen Diamanten machen würden. Jo, ja, ein Diamant, zack, eine neue Schippe gebastelt, zack. Und noch ein paar Sachen rausgeschmissen. So, das raus. Das war. Ach ne, Quatsch. Die Slime Balls, die habe ich ja schon seit ewigen Zeiten eigentlich da. Ja, der Hals fängt auch wieder an zu kratzen. Pünktlich zur Aufnahme. Ein paar Blumen. Also, wir müssen eigentlich auch mal ein bisschen Lehm braten für ein paar irgendwie Blumentöpfe oder irgendwie sowas. Ach Mensch, die Steine hätten wir auch rausschmeißen können. Na gut. So, zweimal Wasser werden wir mitnehmen. Wir werden noch mitnehmen. Haben wir gar nicht so viele von. Machen wir das wirklich mit denen? Nee. Dann machen wir das lieber so und ja, geht auch. Gut, verdammt, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, die Schippe reparieren. Da bin ich ja mal gespannt, ob der Amboss hier noch durchhält oder ob er dann jetzt endlich mal die Hocke macht. Der ist nämlich schon ganz schön kaputt. Nein, er hält immer noch. Ja, beim Amboss. Ich hatte mir überlegt, vielleicht hier irgendwas drüber zu bauen, dass man dann hier irgendwie so zack auf den Knopf drückt und dann poff von oben neuer Amboss runterfällt.
Habe ich auch alles soweit geschafft. Also das war jetzt nicht so das Problem, das umzusetzen. Das Problem war eher, ich musste eine Höhe, also ich musste das Ganze so hoch bauen, dass wenn der Amors runterfällt, dann sah der schon fast von vornherein so aus, also mit diesem Schaden, dass der hat dann einfach zu viel Fallschaden gekriegt und von daher habe ich mich dann irgendwann mal von dieser Idee verabschiedet. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Habe ich denn auch wirklich alles mit? Ja. Und dann wollen wir doch mal eine kleine Mobfalle bauen. Wir haben ja da immer noch den Skelettspawner, war es, glaube ich. Ach, da muss ich noch mal gucken. So, da muss ich noch mal gucken, ob ja, die Monster sind an. Passt. So, und zwar, wenn wir jetzt hier uns auf die Socken hin, rein, hinweg, weiß ich nicht, machen, hatten wir ja hier einen lustigen Skelettspawner. Da werden wir jetzt gar nicht so viel von sehen. Also da hinten ist der. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu nah dran, sondern ich habe mir überlegt, machen wir das. Wir kloppen uns hier einfach mal eine Runde runter. Oh, schön Eisen. Müssen ja da unten irgendwann mal rauskommen. So einmal und das muss auch nicht besonders schön aussehen. Wir haben echt keine Fackeln mehr, das ist ja unglaublich. Aber wir haben genügend Holz mit und ja, dann basteln wir uns nochmal schnell welche. Wo habe ich denn die ganzen Fackeln gelassen? Ist ja unglaublich. So, zack, sollte reichen. Machen wir einmal da, einmal da. Fertig. Ja, im besten Fall sollten wir jetzt da unten erstmal irgendwo rauskommen und dann werden wir mal diesen Spawner, werden wir mal ein bisschen lustig umbauen, dass wir dann da auch Skelette im Zweifelsfall killen können. So, wir sollten noch vom Spawner weit genug weg sein. Schnell ein bisschen ausfackeln. Wir haben es geschafft, ohne dass ein Skelett gespawnt ist. Das ist sehr schön. So, ja, hier machen wir erstmal einfach nur zu. Und dann kleben wir da mal ein paar Fackeln dran, dass wir auch wissen, dass wir da noch einen Durchgang haben. Und dann machen wir uns das hier noch ein bisschen schick, indem wir einfach mal ein bisschen mehr beleuchten. So, den Kies, den nehmen wir raus. Und dann gucken wir da gleich mal in die Kisten rein, was wir da denn so Schönes haben. Aber das sieht schon alles ganz gut aus. So, Bing. Hier auch noch ein bisschen Beleuchtung. Ja, hier habe ich mich dazu entschieden, das dann einfach mal eine Runde zuzumachen. Und ich weiß nicht, wie das ist, aber damit uns hier dann hab ich mich erschreckt. Damit uns hier unten dann unter Umständen nicht die Skelette drin spawnen, sondern schön im Spawner bleiben. Wenn wir das hier alles zumachen, müssen wir dann natürlich auch ein bisschen ausfackeln. Ich glaube, die können ansonsten 16 Blöcke weit weg, können die spawnen maximal. Und das wäre ja nicht so praktisch, wenn wir dann irgendwie hier oben alles schicki machen und die Skelette, die können irgendwo anders spawnen. Entschuldigung. Und wir kommen nicht ran, weil die unter uns oder so spawnen. Also das ist ja dann auch nicht so praktisch. So. Den schicken Stein, den grünen, diesen bemoosten, den nehmen wir natürlich raus. Den möchte ich haben. Ach Mensch, in die Kisten habe ich ja jetzt noch gar nicht reingeguckt. Das machen wir aber noch, Leute. Das ist nicht vergessen. Ach Mensch, Kohle, auch schön. Und Eisen. Mensch, hier ist ja richtig viel zu holen. Wenn man hier mal den Boden rausschlägt, dann kommt es aber ganz dicke.
Ja, gut, okay. Immerhin 4 Eisen nehmen wir doch gerne mit. So, nochmal eine Behelfsfackel setzen. Ach, schau an. Folge auch schon wieder zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier noch das Eisen mit. Basteln uns hier nochmal schnell einen unendlichen Brunnen. Zack und zack. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich sage erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.